Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfies. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin 2.de auf dem Server Chimera. Diese Folge werden wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich werde in dieser Folge sehr viele Truhen abben, unter anderem auch Königsbeuten und ein paar perfekte Schlüssel und ein paar perfekte Truhen werden wir öffnen, aber auch ein paar schimmernde Muscheln. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Ist mal eine andere Form des Videos, da diese Folge mal nicht geswitcht bzw. auch nicht großartig geupt wird. Aber so kleine Folgen müssen natürlich auch mal zwischendurch reingepackt werden. Ja, wer von euch Metin 2 spielen will, aber noch keinen Gameforge-Account hat, dann ladet euch bitte kostenlos das Spiel über meinen persönlichen Link runter. Beziehungsweise erstellt euch über den linken Account. Alle weiteren Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und schon mal ein großes Dankeschön vorab. Ja, wie gesagt, die Folge hier wird jetzt mal nicht so komplett spannend wie die restlichen Folgen, sondern eher, ich sag mal, entspannt. Denn das Königsbeute-Event ist ja aktuell am Laufen und ich öffne dann immer die Königsbeuten, wenn ich zum Beispiel eine Heldenmedaille brauche. Da schauen wir uns auf jeden Fall an, was wir da so rauskriegen, ob ich da vielleicht auch geile Sachen rauskriege, die sich halt lohnen, unter anderem hier zum Beispiel magische Steine. Die magischen Steine, die aus den Königsbeuten rauskommen, die sind nicht handelbar, die werde ich auf jeden Fall bunkern. Da weiß ich noch gar nicht, was ich damit machen will. Ich nehme mal an, dass ich damit irgendwann zum Beispiel mal den Eistadi weiter abbe oder gegebenenfalls, falls ich irgendwann mal eine gute Schlangenrüstung herstelle mit Widerstand Mob, aktuell versuche ich da aber gar keine herzustellen, weil ich kein Geier habe und keine Hydra farme, dass ich dann die Schlangenrüstung damit abbe oder wie gesagt einfach den Eistali, muss ich mal schauen. Aktuell kostet ein Eistali 9 Won, das heißt daran kann ich gar nicht denken und es gibt auch einfach nicht genug Eistalis am Markt, deswegen ist das Projekt erstmal auf Eis gelegt, bis zur nächsten Tombola. Jawohl, es hat der siebte Boni auf dem Gifty geklappt, Abklingzeit dunkler Schlag minus eine Sekunde, aber egal. Das Ding ist jetzt soweit fertig und da freue ich mich drüber. Dann kann ich das Ding Quadchass in die Hand drücken und ja, dann haben sie jetzt ein bisschen mehr Damage. Nice. Jetzt werden wir wieder was Kleines kaufen und zwar hier so ein Rubin mütig matt. Den werden wir uns für 23 Won schnappen. Die sind aktuell bei 26 Won, also haben wir quasi so gesehen 3 Won Gewinn gemacht. Damit wir den aber schnell verkauft kriegen, zeige ich euch das gerade, machen wir den für 25,8 rein. Damit bin ich dann der günstigste am Markt und dann sollte der auch relativ schnell weggehen. Und ja, in diesem Sinne schnappen wir so quasi relativ schnell 2,8 Won. Das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Also ich bin ja kein großer Trader, was das angeht. Ich habe von Preisen eigentlich nicht so wirklich die Ahnung. Außer bei Alchi. Warum ist das bei Alchi immer ein Sonderfall? Weil du gehst einfach auf die Alchemie und klickst du hier hin und dann kannst du hier alles gucken. Also zum Beispiel hier der Rubin für 3,35, da weiß ich auch, dass wir den für mehr loskriegen, den schnappe ich mir jetzt zum Beispiel auch, das war jetzt wieder so ein Zufallsgriff, den werde ich dann für 3,6 reinstellen, genauso wie den für 3,5, den werde ich auch teurer reinstellen. Ah, jetzt fehlt mir hier gerade das Young, das mache ich gerade noch und dann stelle ich nämlich auch für 3,6,5 rein, immer so, dass das ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen günstiger ist als der nächste quasi und das kann man mit Alchi wirklich super machen, weil zur Not, falls man irgendwie doch einen Griff ins Klo macht, kann man einfach weiter upen. Deswegen mit Alchi Geld zu machen, kann ich nur jedem empfehlen, auch gerade wenn ihr neu auf einem Server angefangen habt oder so und ihr das Geld habt. Ihr wollt ein bisschen traden, ja, kann ich euch nur ans Herz legen und wenn ihr weitere Tipps haben wollt, geht's zu Simply Good, weil der Bruder hat Handeln auf P. So, wir werden nochmal 200 Halskettentruhen öffnen mit 200 perfekten Schlüsseln. Ich skippe das gleich, aber beziehungsweise wir sehen uns gleich, wenn wir die Ergebnisse vorliegen haben. Ja, die Ausbeute sind jetzt 12 Nachtjedite und ansonsten tatsächlich gar nichts. Es waren, glaube ich, irgendwie nur 4 schimmernde Muscheln. Die rotzen wir jetzt aber auch auf. Die öffnen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf und gucken, ob da jetzt noch eine Perle rauskommt, weil das wäre natürlich nice, wenn da noch eine Perle rauskommt, beziehungsweise eine schimmernde weiße. Eine blaue ist bisher dabei. Noch eine blaue. Noch eine blaue. Oha, jetzt haben wir schon 3 blaue. Wie wäre es mal mit einer weißen, Bruder? Alter, da kamen gerade 2 blaue hintereinander. Jetzt sind wir bei 5 blauen. Da kamen einfach 5 blaue hintereinander, ey. Da eine rote dabei und es ist noch eine weiße. Jawohl, und eine weiße ist noch dabei gewesen. Perfekt. Ja, mit der Ausbeute bin ich auch wieder sehr zufrieden. Da die Heldenmedaille in 44 Minuten abläuft und ich noch 58 goldene habe, würde ich sagen, öffnen wir jetzt mal die goldenen, beziehungsweise ich habe ja auch noch 30 silberne, die zünden wir zuerst, in der Hoffnung, dass wir da wieder eine entspannte Heldenmedaille rauskriegen. Aber jetzt erstmal die silbernen aufpumpen. Trank der Weisheit bisher dabei. Königsdeck, vielleicht kriegen wir einen magischen Stein. Mal gucken, die letzten. Koedel und ja, kein magischer Stein bekommen leider.
Oder ansonsten nur Scheiße. Gucken, was aus dem Edlen rauskommt. Ein geschliffener Saphir, alles klar. Jetzt kommen wir zu den wichtigen, und zwar zu den goldenen. Wir starten mit einem Ei des Nemere, einem Geiststeinbündel, Elixier der Sonne K, grüne Drachenbohne, Seelenstein, Feuerwerkskreisel. Ach du Scheiße, er kriegt wieder nur Kacke raus. Stein des Schmieds. Und da ist die Heldenmedaille. Ah ja, perfekt. Haben wir wieder einen Tag Ruhe. Morgen machen wir die nächsten auf. Es hat wieder ein Boni geklappt auf der ATK. Zack. Alte Blitzwiderstand für eine Sekunde, das ist natürlich jetzt nichts Berauschendes, die gebe ich jetzt direkt nochmal ab. Die Heldenmedaille ist wieder abgelaufen und wir haben noch ein paar Truhen übrig. Zuallererst werden wir aber wie immer die Silberne zünden, um zu gucken, ob da ein magischer Stein rauskommt. Wenn wir jetzt hier im Schnelldurchlauf öffnen. Trank des Aufstiegs ist schon mal dabei gewesen, aber ansonsten nichts. Mal gucken, geschliffener Saphir und ein Rohr. Saphir war dabei. Jetzt kommen wir zu den goldenen. Das ist, denke ich mal, das Wichtigere von den beiden Truhen. Und schauen wir nach, ob wir da jetzt eine Heldenmedaille ziehen. Let's go! Königsdeck. Perfekt, das fängt schon mal gut an. Ne, grüne Bohne. Chormütig mit... einem raren Rubin. Schade. Geiststeinbündel, Feuerwerkskreisel, chinesisches Feuerwerk. Ein Switcher ist dabei. Feuerwerk wieder, Geiststeinbündel, Feuerwerk und ein Switcher Plus. Pfirsichblüten, nein. Oje, das fängt ja schon mal richtig schlecht an hier. Eine Drachentruhe, das finde ich nice. Altes Ratzer, du hast Kacke. Dicker, schon wieder ein Königsdeck. Pfirsichblüten, Wein, Gegenstand verstärken. Komm, gib die Heldenmedaille. Ey, ein Mondstein. Das sind aktuell 5 von übrigens. Und da ist die Heldenmedaille. Perfekt. Hat sich doch gelohnt. Die Switcher, die... Moment, ich rüste ganz kurz die Heldenmedaille aus. Und dann werden wir die Switcher auch direkt schon verwandeln. Und zwar hier auf den Schlangenhandschuh. Zack. Ja, aktuell, das ist nur Müll. Und den Switcher Plus. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob ich hier irgendwas habe. Komm, scheiß drauf, wir machen den Switcher Plus über den Schlangenhandschuh drüber. Boah, ist beides Müll. Das ist aktuell absolut egal, was wir da holen. Schade drum. Aktuell gibt es hier die mysteriöse bzw. die Geheimnisbox. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir da so rausbekommen. Ich werde jetzt mal 5 Stück aufmachen. Nummer 1. Oh, okay, da war jetzt eine Welpi drin, das heißt, das war das Geld schon mal wert. Nummer 2 ist eine mysteriöse Truhe, das ist eine Kriegskeiler-Truhe, die müssen wir gleich mal aufmachen. Nummer 3 eine Truhe der Könige. Nummer 4 dreimal grünes Glückskästchen und Nummer 5 ist eine mysteriöse Truhe. Ja gut, ich hole die mal eben raus und dann öffnen wir die gleich. Gut, die Welpi öffne ich natürlich jetzt nicht, aber wir fangen jetzt mal mit der Truhe der Könige an. Zack, eine Schriftrolle des Drachen bekommen, dann grünes Glückskästchen, da haben wir jetzt hier... Meeting Kompass, da holen wir safe ein neues Item. Dann, was ist das hier? Emotionsmaske? Nope. Nächstes Item. Nein. Nächstes Item. Digga. Nächstes Item. Auch hier wieder nächstes Item. Jetzt kostet schon 4k. Komm schon, gönn irgendwas. Erfahrungsring 1 Stunde. Verbleibende Zeit 0 Minuten. Ja, einmal noch. Komm, zack. Im Mädchenstein leicht. Nee, Digga. Ist egal. Holen wir an. Dann die mysteriöse Truhe. Da haben wir Medaille des Drachen und Medaille des Drachen rausbekommen. Hat sich auf jeden Fall wieder mal sehr stark gelohnt, wie ihr seht. Machen wir nochmal ein Glückskästchen auf. Da kriegen wir diesmal ein Chor normal raus. Da will ich aber ein anderes Item. Auch den Passierschein brauche ich nicht. Granatapfelsaft auch nicht. Accelerator 30%. Nein, machen wir auch weg. Ein Gürtelschmiederune ist auch nichts, was ich haben will. 2 Kaker sind wir schon. Jetzt sind wir bei 4 Kaker und noch einmal die 7 Kaker um auch noch mit. Rufrolle Eishexe. Naja, was soll's. Letztes Glückskästchen. 1 Stunde Erfahrungsring. Kordakoni normal. Pfirsichblütenwein. Nein. 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 Oh, Drachenknochenohrringe. Ja, die kann man mitnehmen. Die hole ich auf jeden Fall raus. Die sind nice. Ja. Verteidigungswert für 2 Stunden 200 Punkte erhöht. Das ist in Ordnung. Okay, da die Heldenmedaille abgelaufen ist, werden wir jetzt wieder ein paar goldene Königsbeuten öffnen, in der Hoffnung, dass wir da wieder eine Heldenmedaille rausbekommen. Die müsste auch direkt hier spawnen. Und schauen wir nach. Wir starten mit dem Titandioxid, eine Elixier der Sonne K. Ein magischer Stein ist dabei. Nochmal ein Elixier K. Da sind ein paar grüne Pots. Blaue Pots, die kann ich direkt aktivieren. Ein Edder, ein Kodrakoni Mythisch mit... einem Legi-Saphir, sehr, sehr schön. Einem kostbaren mit einem raren Saphir drin. Ein Achat, sind auch wieder 50 kk. Geiststeinbündel. Ja gut, Königsdeck ist halt reingeschissen. Ne? Königsdeck schon wieder reingeschissen. Ei des Nemere können wir wegschmeißen. Wieder ein Elixier. Geschwindigkeitstränke. Ei des Nemere können wir wieder wegwerfen. Ei des Ratsherrn behalten wir mal. Seelenstein fliegt auch weg.
Ja, Pfirsichblütenpots, die mache ich nebenbei, genauso wie die da. Wieder ein Königsdeck, Digga, Alter. Komm, gönn eine Heldenmedaille. Eine Drachentruhe, oh, okay. Wird auch direkt geöffnet. Ein Schlachtenlöwen dabei, schon wieder Königsdeck. Alter, Vater. Geschwindigkeitstränke, komödisch. Mit einem antiken Granat, geil. Da haben wir wieder 20 davon. Nochmal Schlachtenlöwe, Geiststeinbündel, Eides, Razador. Jawohl, ein Mondstein ist auch immer so gerne gesehen. Feuerwerkskreisel wieder, Gegenstand verstärken, B. Elixiere, Geschwindigkeitstränke, Eides, Nämmerisch fliegt raus. Trank der Weisheit, okay, da ist nochmal Achat dabei gewesen. Ja gut, eine Segi auch wieder reingeschissen, Sturmtiger auch reingeschissen. Nochmal ein magischer Stein, perfekt. Geiststeinbündel, Eides, Razador, Feuerwerkskreisel. Und eine Pet-Bücherkiste, okay. Die stackt die sich mit der anderen hier unten. Ne, dann machen wir die auf. Ein Berserkerbuch, ja. Schade drum, die sind leider Gottes nach dem Schatz-Goblin-Event nicht mehr so viel wert. Pfirsichblütenwein, Elixier, eine Mondlichtschatztruhe. Ich wusste gar nicht, dass das da rauskommen kann. Kodrakuni kostbar mit einem geschliffenen Drachengranat. Wieder einen Seelenstein dabei gehabt. Chinesisches Feuerwerk. Eides Nemere fliegt wieder weg. Ein Switcher, den ziehen wir direkt über den Helm hier hinten drüber. Zack. Ja, leider Gottes nur scheiße. Ansonsten Geschwindigkeitstrank, eine grüne Drachenbohne. Eine Segin, Kormütig. Mal gucken, ob wir dann Legi Rubin ziehen. Ne, leider nicht. Nochmal ein magischer Stein. Sehr schön. Ein altes Razador. Noch ein magischer Stein. Jawohl, einfach vier magische Steine dabei gewesen. Geiststeinbündel. Ein Achat nochmal dabei. Hier hinten. Da haben wir auch schon dreimal Achat bekommen. Eine Petbücherkiste mit einem Magiebruchbuch. Oh, es hat getriggert, Leute. Weg damit. Königsdeck nochmal reingeschissen. Eides Nemmere. Gegenstand. Okay. Schade, es war keine dabei. Es war keine Heldenmedaille dabei. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen farmen, ein bisschen sparen. Aber hey, wir haben einen Mondstein bekommen. Wir haben vier magische Steine, Titandioxid, Achat. Also die Ausbeute war auf jeden Fall nicht schlecht.